ist ein Panorama hier. Das da hinten ist, glaube ich, die Zugspitze. So, hier wurde gerade erstmal der Wasservorrat aufgefüllt. Das hier ist frisches Bergwasser. Manchmal sieht man es hier auch noch blubbern, das kommt vom Boden aus. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und ist eiskalt. Jetzt muss ich ein kleines Stück zurücklaufen, weil ich einen falschen Weg genommen habe, aber das hat sich gelohnt hier. Bisschen Offroad. Eine Abkürzung hoffentlich. Oh, ist das steil. Das wird nur lustig. Müsste eigentlich jetzt gleich beim Weg kommen. Oh, hier ist ein Weg. Und da unten komme ich. Mal gucken, wo es hingeht. Hier, ja, gerade einfach an so einem komplett vertrockneten Fluss lang. Und da rechts geht es gleich lang. Irgendwie in die Richtung. Heiß heute, ey. 27 Grad im Schatten. Ich freue mich gleich richtig in den Wald zu gehen. Puh. So, das ist mein Weg, die Nummer 7, Achtalschlucht. Hey. Geile Scheiße, holy shit. Schon tief hier, Alter. Was? Oh. Das fühlt sich irgendwie wackelig an. Und irgendwie Menschen. Okay. Krass. Wie krass. Oh, irgendwie runter, okay. Ich lasse mal überall so kleine Badewannen. Ich hoffe, dass man da irgendwie runterkommt gleich. Hier ist ein bisschen steil. Alter, ist das geil hier. Hier ist einfach kein Mensch. Alle fahren zur Zugspitze. Ich bin einfach der Einzige hier in diesem ganzen Wald gefühlt. Ist das Hammer. Ich gehe übrigens gerade eine Sackgasse und hoffe, dass ich irgendwie auf den anderen Weg rüberkomme. Dazwischen ist halt dieser Fluss. Oder Bach. Geil. Das ist krank geil.
eiskalt jetzt das T-Shirt. Junge, oh, das ist geil. Oh, mit 30 Grad, ey. Hui. Keine Ahnung, auf was für einen Weg ich hier gelandet bin. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Weg vorhanden. Unten ist das Wasser. Ich habe schon seit 3 Stunden oder so gefühlt keinen Menschen mehr gesehen. Ich bin nicht mehr tief in dem fucking Wald drin. Ich komme irgendwie an den schönsten Spots raus. Ist das geil. So, jetzt entscheidet sich, ob das hier alles eine komplette Sackgasse ist oder ob es hier irgendwie auf den anderen Weg rüber geht. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ja, oder? Vielleicht doch da hinten. Kleine Gewässerüberquerung. Der wasserdichte Schuhe. Gar nichts. Was ist das hier für eine scheiß Traumlandschaft? Ich frage mich zwar, warum das Wasser so gelb aussieht, aber... Ah, ein bisschen kühlen. Ja, ist schon risky, was ich gerade mache. Aber... Das Wetter ist trocken. Okay. Geil, geil, geil. Ich glaube, hier ist der Weg, auf den ich will. Ist das geil. Ich habe immer noch keinen Menschen gesehen, ey. So gut. Alle fahren auf die Zugspitze. Und hier direkt nebenan ist einfach nichts los. Ist ein Traum. Eben noch mit so einer Frau unterhalten, die meinte auch, die fährt nicht mehr auf die Zugspitze, weil einfach zu viel los ist, zu viele Menschen. Und geht lieber hier hin, weil hier einfach keiner ist. Man hier einfach so die Ruhe genießen kann. Also echt, hier hörst du halt nichts, außer ein paar Vögel und das Wasser rauschen. Das ist schon krass. Ich könnte ja auch die Brücke nehmen, aber... Okay. Jetzt schon mal in den Schuh gelaufen, scheiße. Das Wasser und Wasser, sonst kriege ich komplett nasse Füße. Aber hier geht es jetzt mal ein bisschen bergauf. Ich glaube nicht ganz so weit nach oben. Hoffe ich mal. Aber mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, hier fängt die Steigung langsam richtig an. Da unten sind schon wieder irgendwelche Wasserfälle. Alle 10 Meter gefühlt. Ja. Jetzt geht's ab hier. Nach oben. Eieieiei. Das ist ganz schön hoch schon. Krass. Boah. Heftig. Da unten ist der Fluss. Ich bin gespannt, was hier jetzt noch kommt, ey. Überall aus den Bergen so kleine Flüsschen raus, die dann runterfließen in den großen.
so kleine Quellen. Da kommt auch das Wasser. Eine kleine Dusche. Oh. So, es geht nun wieder bergab. Ich glaube, ich bin gleich am Ziel. Endlich. 0,5 Kilometer. Dann haben wir es. So, hier bin ich jetzt auch schon auf dem Rückweg. Ich habe oben am Walchensee noch zwei Mädels kennengelernt, die haben mich zum Glück mit dem Auto bis nach Garmisch-Partenkirchen mitgenommen, weil ich wäre auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig nach Hause gekommen, beziehungsweise hätte meinen Zug nicht bekommen. Und ja, zu der Zeit war es sowieso schwierig mit Bus und Bahn, weil da ein Zug entgleist ist und man nur eine Teilstrecke fahren konnte mit der Bahn und Schienenersatzverkehr. Und so hatte ich dann echt Glück, dass die mich nach Garmisch-Partenkirchen gefahren haben, und da habe ich dann direkt meinen Bus bekommen und konnte dann entspannt mit der Bahn zurück nach München fahren zu meinem Kumpel. Ja, das war auf jeden Fall ein nicer Track.